Hallo, hier bei Beamer for You. Jetzt geht es um ein sehr interessantes Tuch von der Firma Kauber, das vielleicht auf den Markt kommt, dass ich hier gerade im Testen bin und ich wollte euch einfach hier teilhaben lassen an meinen ersten Tests von einem Hochkontrasttuch, das schalltransparent ist. Das haben sich viele Leute gewünscht, ich mir auch, weil ich viele Kundenanfragen hatte, eben speziell für solche Tücher. Warum? Man möchte seine Lautsprecher hinter der Leinwand verstecken, man will eine aufgeräumte Optik haben und dann braucht man natürlich auch entsprechend ein schalltransparentes Tuch. Nur, es gibt eben nicht so viele auf dem Markt und vor allem gibt es auch nicht unbedingt jetzt nur gute Tücher auf dem Markt. Deswegen ist es recht spannend, hier dieses Tuch von der Firma Kauber zu testen. Ihr seht es hier im Hintergrund, ich habe es schon mal aufgebaut. Ihr seht es hier so auf einem schwarzen Träger aufgeklebt. Ich habe das natürlich extra auf einen schwarzen Träger aufgeklebt, weil ich möchte natürlich nicht, dass jetzt irgendwelche Lichtstrahlen vom Beamer hier durchgehen und dann dadurch das Bildergebnis verfälscht wird. Da habe ich also schon drauf geachtet. Dann habe ich hier ein weißes Referenztuch, wenn man so will. Und hier außenrum seht ihr dann die Kauber Picontras S Leinwand. Den Gain habe ich nicht genau ermittelt, ich nur so Pi mal Daumen. Man kann sagen, dass der Gain ungefähr bei 1,0 liegt. Ich werde ihn noch genauer ermitteln, wenn ich hier eine entsprechende größere Leinwand zur Verfügung habe. Dann kann ich nochmal genau testen. Es soll ja nur mal so ein kurzer Test sein. Taugt das Tuch was oder taugt es nichts? Ja, was kann man zu einem mikroperforierten Tuch sagen? Ein mikroperforiertes Tuch hat Vor- und Nachteile. Habe schon erwähnt, man kann Lautsprecher dahinter verstecken. Man hat aber auch immer einen Lichtverlust von Pi mal Daumen, 10% kann man sagen. Man hat auch eine gewisse Detailschärfe, die einen Ticken verloren geht, weil ganz klar ist, umso mehr Pixel ich sehe, umso schärfer ist das Bild. Hier gehen Pixel verloren. Das ist nun mal so. Allerdings ist das auf einem relativ geringen Niveau. Das heißt, man sieht es im direkten Vergleich mit dem gleichen Tuch zum Beispiel, also einmal mikroperforiert und einmal nicht mikroperforiert, direkt hintereinander eine filigrane Szene, vielleicht ein Standbild, dann kann man Unterschiede sehen, aber sonst eigentlich im Filmbetrieb, würde ich sagen, praktisch nicht. Also ich jedenfalls nicht. Ich würde sagen, dann zeige ich euch mal im direkten Vergleich ein paar Bilder, die ich von links nach rechts verschiebe mit dem Epson 9400, strahle ich hier da drauf und dann schauen wir einfach mal, wie das Ganze so in etwa aussieht. Dazu mache ich natürlich hier dunkel, also nur einigermaßen dunkel. Ich werde hier den Schaufenstervorhang wieder zufahren und wir haben aber hier seitlich noch ein paar Strahler, dass es nicht komplett dunkel ist. Ja, okay, dann viel Freude. Ja, der Vorhang fährt zu. Normalerweise heißt es ja Vorhang auf, Film ab. Aber hier ist es eigentlich umgekehrt. Vorhang zu und dann Film ab. Also, was wir jetzt hier sehen, ist ein sehr gutes Bild zum Testen, weil wir hier einen relativ dunklen Hintergrund haben, aber eben auch hier so eine Beleuchtung haben in diesem Bild, die aussieht wie eine Sonne. Wirkt praktisch wie eine Sonne. Und jetzt kann ich das Bild eben hier mit Lens Shift verschieben und wir sehen schon mal, das weiße Tuch hat natürlich unter diesen Lichtbedingungen null Chance, weil es einfach diesen schwarzen oder relativ dunklen Hintergrund von dieser Nachtaufnahme, kann man sagen, gar nicht abbilden kann, weil der Beamer kann ja bekanntlich kein Schwarz darstellen. Im hellen Bereich, klar, da funktioniert es natürlich relativ gut, wobei hier natürlich dann auch der Kontrast stark verloren geht. Ich zeige es mal ganz kurz nochmal. Wenn man jetzt speziell hier her sieht, in diesem Bereich sollte ja das eigentlich relativ dunkel sein. Man sieht es jetzt hier auch auf dem Hochkontrasttuch. Das wird natürlich gar nicht abgebildet, aber die hellen Bildanteile entsprechend dann schon. Jetzt gehe ich mal ein Stück weiter rüber. So, die Brückenpfeiler werden auch wieder gut abgebildet, aber daneben auch wieder der dunkle Hintergrund natürlich entsprechend gar nicht. Also man kann schon mal sagen, zu dem mikroperforierten Tuch, es funktioniert auf jeden Fall. Es funktioniert gut.
schauen uns noch ein anderes Bild an. So, der Leopard. Also außenrum sollte eigentlich auch wieder alles wirklich sehr dunkel dargestellt werden. Das heißt, praktisch ein schwarzer Hintergrund. Kann das weiße Tuch nicht darstellen. Funktioniert nicht. Ich hoffe, dass es auch in der Kamera gut rüberkommt. Aber es geht jetzt hier nicht um den Vergleich weißes Tuch, Hochkontrasttuch. Das habe ich euch schon oft gezeigt. Hier geht es einfach darum, einfach mal dieses Tuch hier zu testen und zu schauen, ob es ein Tuch ist, das man verwenden kann oder vielleicht lieber nicht. Ja, machen wir mal den Vorhang wieder auf. Ja, vielleicht ein kleines Fazit von meinem Test von diesem schalltransparenten Hochkontrasttuch. Also ich denke, das Tuch ist sehr vielversprechend und ich denke, das würde viele Heimkinofreunde freuen, wenn sowas auch von Kaube auf den Markt kommt. Ich schätze, dass das Tuch einen Gain von ungefähr 1,0 hat. Es könnte einen leichten Farbdrift haben, ja, den man wieder wegkalibrieren kann. Über eins haben wir noch nicht gesprochen, über den Glitzereffekt, den eben praktisch alle Hochkontrasttücher mehr oder weniger haben. Gute haben es praktisch gar nicht oder fast gar nicht und schlechte, die glitzern eben sehr, sehr stark. Es ist sehr unangenehm, kann man dann nicht für Heimkino empfehlen. Dieses Tuch scheint hier auch einen sehr geringen Glitzeranteil zu haben. Ich nehme aber an, so wie es hier in diesem kleinen Test oder mein Test jetzt auch war mit den Augen, die sehen natürlich immer ein bisschen mehr wie jetzt die Kameraeinstellung bei euch, dass es vielleicht einen Ticken mehr glitzert als das PCS-Tuch. Und wenn es nur ein bisschen mehr glitzert wie das PCS-Tuch, dann ist es immer noch ein wirklich super Niveau, weil Glitzern sieht man nur in sehr hellen Szenen. Das heißt, in einer Schneeszene oder eben auch so eine Strandszene, also wo es immer relativ hell ist und meistens in weißen Abbildungen. Aber man kann es auch sehen in so einer Sonne oder in so einem Strahler, wie wir vorhin gesehen haben, diese Brückenbeleuchtung. Da könnte man auch so ein Glitzern sehen. Hier jetzt auf diesem kleinen DIN A4-Muster war das jetzt kaum auszumachen, mit der Kamera wahrscheinlich gar nicht. Ja, insofern muss man einfach mal abwarten. Aber ich denke, es ist sehr vielversprechend und ich muss sagen, ich freue mich auf das Tuch und ich hoffe, ihr natürlich auch. So viel zu diesem ersten Test von diesem Kauber ALR Hochkontrasttuch schalltransparent. Bis dann, macht's gut, ciao.